Heute gibt es wieder einen Abonnenten der Woche und zwar ist das Human Case. Wenn ihr Abonnent der Woche werden wollt, dann müsst ihr einfach nur hier ein Abo dalassen und einen Kommentar mit dem Hashtag ADW für Abonnent der Woche. Und dann habt ihr eine Chance, hier gefeatured zu werden. Also, let's go. Schisch, was geht? Heute gibt es eine neue Folge. Ich bewerte eure Teams und ihr seht, ich habe wieder ein ganz besonderes Trikot an. Heute ist das Ganze von Arsenal und zwar nicht von Thierry Henry, sondern von einer niederländischen Ikone. Und zwar ist es Dennis Bergkamp mit der Nummer 10. Da seht ihr das. Alles klar, fangen wir an. Beim letzten Mal habe ich euch gefragt, dieses Team hier zu verbessern. Und dazu schreibt LR7 YouTube für das letzte Team. Adama mit Reguilon tauschen. Und dann Ferdinand mit für Reguilon und auf Dest Future Stars sparen. Viele Grüße. Ja, viele Grüße zurück. Vielen Dank dafür. Und wir kommen zum ersten Team aus dieser Folge. Das kommt von Sepikong. Er folgt mir und ist Professional Otaku. Alles klar. Seit Juni 2020 bei Twitter erschreibt. Hashtag PS4, Hashtag Schießteam, hey Jaja, Budget 150.000, Untrade, jeder außer Oscar und Insigne, danke im Voraus at Schießtube. Alles klar. Grüße gehen raus an Milosch. Vielen Dank und wir schauen uns das Team an. Im Tor haben wir Joe Hart, dann haben wir Tavernier, Koeman, Fofana und Hernandez. Im Mittelfeld haben wir Insigne, außerdem Nakata, dann Kanté, Oscar und Garincha und vorne Dembélé, und zwar Moussa Dembélé. Ah, also weder Nakata noch Moussa Dembélé haben wir hier bisher gesehen in dieser Staffel der Teambewertung. Fairy Tail heißt das Ganze, 187 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von insgesamt 2,3 Millionen mit einem Budget von 150.000 Münzen. Und wenn wir uns das hier so anschauen, ist relativ bunt, also auf jeden Fall cool, cooles Team. Hier mit Serie A, mit der Premier League, mit Tavernier da und den CSL-Spielern vorne. Was kann man hier machen? Was kann man hier machen bei dem Team? Also, Idee wäre folgende. Man könnte hier von der Bank João Félix reinstellen und zwar für Dembélé. Und dann als zweites nehmen wir Oscar raus und packen dafür Llorente in Form rein. Das wäre hier eine Möglichkeit. Aber ansonsten, ist das Team sehr offensiv und ich glaube, so ein zweiter neben Kanté, der auch nach vorne noch ein bisschen was kann, wie Llorente, ist da auf jeden Fall eine gute Wahl und João Félix auf jeden Fall eine sehr starke Karte. Also von daher, ja, selbst wenn du mit der 4-2-1 spielst und dann den als Zehner einsetzt, denke ich, ist das auf jeden Fall gut. Genau, das wäre auf jeden Fall etwas, was man hier machen kann bei dem Team. Wenn ihr da andere Ideen habt, dann schreibt das sehr gerne in die Kommentare und wir schauen uns gemeinsam das nächste Team an. Das kommt von jemandem mit einem Ajax-Trikot und zwar kein geringerer als Boadu, wenn ich das richtig sehe. Always bra, folgt mir und schreibt lol. Alles klar, seit April 2020 bei Twitter. Er schreibt: Hashtag Shishim, Hashtag Xbox Share, hey Jaja und die Community, das ist mein Team. Alles tradable außer Netvet. Ich hab 500.000 Budget, freue mich auf Vorschläge. Okay. Außerdem schreibt er: By the way, es ist in-game 41212 die zweite, deswegen zwei Box-to-Box ZMs oder Center Mids. Okay. Grüße gehen raus an Benny, vielen Dank und wir kommen zum Team. Da haben wir im Tor Looney, dann haben wir in der Verteidigung Walker, Mondi, Estupinian und Juri Bercice. Im Mittelfeld haben wir Kukureya, außerdem haben wir Promes, dann Nedved, Gravenberch und zusätzlich Mahrez. Und vorne außerdem noch Fair. Ja, Schwitznet heißt das Team. 185 ist die Bewertung des Ganzen. Wir haben hier einen Teamwert von 800.000 und ein Budget von 500.000, eine halbe Million. Und das ist interessant gelöst hier mit Stream von Xbox One, wenn ich das da oben richtig sehe. Also wahrscheinlich auf dem PC gestreamt und dann auf dem PC den Screenshot gemacht. So kann man es natürlich auch machen. Ja, also, was haben wir hier? Also es ist auf jeden Fall ein cooles Team mit der Eredivisie und der Premier League zusätzlich La Liga. Die Frage ist, was wir hier mit dem Budget anstellen könnten, mit der halben Million. Man könnte als erstes einmal Boadu in Form für Gravenberch reinstellen, wäre eine Möglichkeit. Und damit du auch noch irgendwie da alles auf Fullcam hast, könntest du zusätzlich noch Frenkie de Jong, den 87er in Form für Nedved reinstellen. Und hättest dann, ja, Nedved nicht mehr auf Cam, sondern hättest dann halt da den Spieler auf voller Chemie mit De Jong. Das wäre eine Möglichkeit, was du hier machen kannst. Und dann hast du Kukureya als Box-to-Box nach wie vor, Fair als Sechser und zusätzlich halt dann auch De Jong als Box-to-Box-Spieler. Das wäre durchaus denkbar.
Und ja, wenn du Bock auf Netvet hast, kannst du ja trotzdem reintun für Kukureya. So, also wäre auf jeden Fall trotzdem noch möglich. Und Frenkie de Jong natürlich defensiv deutlich besser als Netvet. Ja, das wäre auf jeden Fall hier eine Idee, was man machen könnte. Wenn ihr andere habt, in die Kommentare damit und wir kommen zum nächsten. Und das kommt von jemandem mit einem Trikot mit der Nummer 15 von Juventus Turin, nämlich Barzagli. Und der zugehörige Account nennt sich @Zürich, glaube ich, ne? Oder Damian. Folgt mir auf jeden Fall und spielt FIFA seit Juni 2019 bei Twitter. Ist klar. #PS5Share, #Schießteam, @Schießtube, heyaya und Community. Das ist mein Team. Alles an Trade inklusive Bank. Ingame spiele ich 4312. Budget ca. 1 Million. Danke im Voraus. Mit 1 Million sollte doch das ein oder andere möglich sein. Was kann man machen? Folgendes. Wir haben erstmal das Team. Da haben wir erstmal Van der Sar, dann haben wir Kleiber, Desailly, Koundé und Lahm. Im Mittelfeld haben wir Tonali, Essien und Fair und vorne Cristiano Ronaldo, Dybala und El Shaarawy. Köfter ist das Team, 186 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von 3,5 Millionen mit einem Budget von 1 Million Coins. Ja, also. Hier haben wir 4 Icons insgesamt. Cristiano Ronaldo, also ja, starkes Team. Grundsätzlich mal ihre Divisi, La Liga und außerdem die Serie A. Was kann man machen mit der Million? Wo stecken wir die rein hier in diesem fiktiven Szenario? Man könnte zum einen, erstmal Theo Hernandez die 86er Informkarte reintun für Philipp Lahm. So. Und dann auf der Innenverteidigerposition Koundé upgraden. Und zwar holen wir uns für Koundé Smalling die, die What-If-Karte. Das wäre durchaus denkbar. Ist ja ein sehr, sehr, sehr starker Verteidiger. Also, ja, definitiv besser als Koundé, der ja kein Upgrade bekommen hat und auch keins mehr bekommt, nachdem Sevilla ausgeschieden ist. Deswegen, ja, das wäre es dann auch. Dann wäre das Budget eigentlich auch schon weg. Wenn ihr andere Ideen habt, dann gerne in die Kommentare damit und wir kommen zum nächsten. Das kommt von einem Dortmund-Fan und zwar Domme Gaming 92. Er folgt mir und spielt FIFA 21, Xbox Series X, Borussia Dortmund und aus Hessen in Deutschland, aus Frankfurt wahrscheinlich, wa? Naja, ja, genau, Frankfurt, wegen dem Profilbild, genau. Frankfurt am Main, Deutschland seit August 2020 bei Twitter. Er schreibt, #Schießteam, #Schießtube, Servus, Jaja und Community, das mein Team, Budget sind 150.000, alle tradable außer Icons auf der Bank und die SBC-Spieler, freue mich auf Verbesserungsvorschläge, danke im Voraus, #Xbox-Share. Okay. Grüße gehen raus an NXT Elias. Vielen Dank für deinen Vorschlag und wir kommen zum Team. Da haben wir im Tor Lunin, dann haben wir in der Verteidigung Reece James, außerdem Walker, Varane und Mondi. Im Mittelfeld haben wir Kanté, dann haben wir Ben Yedder und Rashford und vorne Okocha, zusätzlich Mbappé und Neymar. Mbappé Power NGU heißt das Team, 187 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von 2,8 Millionen mit einem Budget von 150.000 Münzen. Ja, zusätzlich haben wir da interessante Icons auf der Bank, möglicherweise Leih-Ikonen. Wir haben da nämlich Cantona, Kluivert und Schmeichel und ich glaube, so ein Schmeichel zumindest sollte hier definitiv drin sein über Lunin, aber deswegen würde ich fast davon ausgehen, dass es Leihspieler sind, Leihkarten. Was könnte man machen? Also, mit dem Budget von 150.000, was natürlich jetzt nicht so viel ist, könnte man als erstes einmal Lemelu What If reintun für Ben Yedder, damit wir nicht so viele Offensivspieler haben. Jetzt sind es nur noch 4, vorher waren es 5 und nur Kanté ist vielleicht ein bisschen offensiv. So, dann als zweites könnte man Lemelu und Kanté tauschen, aus chemietechnischen Gründen. Und dann als drittes packen wir Jatta What If auf 8 Chemie rein für Okocha. Genau, und der hat ja die Pace, von daher sollte das jetzt nicht so das große Problem sein, dass der nur auf 8 Chemie ist, eine sehr starke Karte. Ich glaube, kann sogar auch noch geupgradet werden, wa? Ich bin mir gar nicht sicher, wie da der aktuelle Stand ist, ob die schon 5 Spiele gemacht haben. Ich meine noch nicht. Ja, das wäre auf jeden Fall hier die Idee bei dem Team, der Vorschlag. Wenn ihr andere Ideen habt, in die Kommentare und ja, wir kommen zum nächsten Team. Nämlich zu jemandem, der nur für Jaja am Start ist. Alles klar. Giovanni, folgt mir und ist seit Dezember 2020 bei Twitter. Er schreibt, #Schießteam, #PS4Share, hey Jaja und Community, Budget ca. 300.000 und alle sind an Trade, danke schon mal im Voraus. Ingame 4222 und ich tausche nur Jesus mit Pogba und Moore mit Reguilon und für Moore kommt Atal SBC.
Giroud teste ich erstmal, aber ansonsten könnte ich ihn auch mit Benedetto austauschen. Vielen Dank schon mal. Grüße gehen raus an Sirus Kriox oder so ähnlich. Vielen Dank für deinen Vorschlag und wir schauen uns gemeinsam das Team an. Und da haben wir Pope, Tavernier, außerdem Moore und Fofana, zusätzlich Reguilón. Im Mittelfeld haben wir Pogba, Jesus, Kanté und Aouar und vorne Mbappé und Giroud. Ja, AAA 2 heißt das Team, 187 ist die Bewertung und das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Team, sehr nice Karten. Diese Jesus-Karte, die lächelt mich schon sehr, sehr lange an, will ich auch gerne mal spielen. Am Anfang hatte ich den mal, also nicht die Karte, sondern den ganz normalen, die Goldkarte. Hat mir sehr gut gefallen, deswegen glaube ich mittlerweile jetzt mit den ganzen Upgrades ist er sehr, sehr stark. Manchester City ist natürlich auch gut weitergekommen in der Champions League und dadurch die Upgrades 88. Die Giroud-Karte sehr, sehr interessant. Ich habe sehr viel Gutes gehört. Ich habe die leider noch nicht selber spielen können. Ich habe sie mir aber erspielt. Jetzt muss ich noch schneiden. Fällt mir gerade auf. Muss ich noch schneiden, komme dann auf Shishplay. Vielleicht sogar, ja, wenn das Video hier online ist, vielleicht gleichzeitig oder am gleichen Tag. Muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich schaffe. Ja, das auf jeden Fall das Team hier. Sehr cool. Grundsätzlich, was kann man machen? Es ist jetzt die Frage. Wir haben hier ein Budget übrigens, ne, ein Teamwert von 3 Millionen und einen Teamwert von 300.000. Zur Information hier auch noch einmal. Und jetzt ist die Frage, was man hier machen kann. Und da seid ihr gefragt, meine lieben Freunde. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und einer von euch wird natürlich dann, wie immer, in der kommenden Folge gefeatured werden. Kommt gerne in den Discord. Shish-Team ist in der Beschreibung unten verlinkt. Da können wir uns connecten. Und übrigens, ich streame ja immer mal wieder auf Shish-Play. Und wenn ihr da die Stream-Wiederholung sehen wollt, dann ist das hier die Möglichkeit, wie ihr es machen könnt. Da haben wir nämlich unten hier einen Raum, der nennt sich Neue Videos. Und da sind dann immer alle Videos zum einen, aber auch alle Livestreams. Und da, auch wenn die nicht gelistet sind, könnt ihr euch die nochmal anschauen. Hier zum Beispiel irgendwie, wo ich die Icon-Swaps erspiele. Als Beispiel oder hier vom BVB-Cup gegen Fußballer und E-Sportler. Ja, das ist das, ne? Und ansonsten Instagram, Hashtag, nee, @Shish-Team so. Da gibt's Perfect Links, da gibt es Key-Bilder, ja, Key-Spieler-Bilder oder Shish-Bilder, wo wir euch Teams bauen mit euren Ideen oder mit euren Untrade-Karten und Formationspräferenzen. Zusätzlich natürlich Shish-Play, gerade erwähnt, der andere Kanal, wo ich streame und auch Gameplay-Sachen hochlade. Genau. Also, das ist das. Und wenn ihr es hier noch nicht gemacht habt, lasst ihr natürlich auch gerne ein Abo da. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Drückt auf die Glocke. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Sheesh.